Ein Mann, gefangen in seinem eigenen Körper. Auf Ellen, auf den Beginn eines neuen Lebens. Sie trainieren also Affen, ausschließlich für Querschnittsgelähmte? Und wie wäre es, wenn ich einen Affen stelle? Wurde er keinen abnormen Situationen im Labor ausgesetzt? Nein. Ein Tier, trainiert, Befehlen zu gehorchen. Wie soll ich mich denn um ihn kümmern? Brauchst du nicht, sie soll sich ja um dich kümmern. Sie ist einfach unglaublich. Ich meine, sie ist wie ein Mensch in Miniatur. Schaffen Sie den Vogel weg oder ich werde ihn. Er ist voller Rachegefühle. Ich bin so voller Hassgefühle. Mir gehen die fürchterlichsten Gedanken durch den Kopf. Ich habe eine Lösung aus menschlichen Gedächtniszellen an meine Affen injiziert. Es gefällt mir nicht, wie du dich verändert hast. Und der Affe will ganz instinktiv töten. Was machst du denn mit ihr? Ella kommt irgendwie aus dem Haus und wenn nicht über den Speicher, dann irgendwie anders. Ist das völlig unmöglich? Der Mensch war die einzige Kreatur, die morden konnte. Ella, nein! Bis jetzt. Ich habe daran gedacht, also hat sie es getan. Hör auf! Regie führt der Mann, der den Film Die Nacht der lebenden Toten schuf. George A. Romero, der Meister des Horrorfilms. Du tust mir niemals weh. Ich bin in dir. Der Affe im Menschen.